Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zur allerersten Folge von Champ Talk. Bei diesem Podcast werde ich euch ganz, ganz tolle Persönlichkeiten zeigen, die auf irgendeine Art und Weise im Leben Champion sind. Wenn wir über Champion reden, denken alle immer gleich an Sport und Pokale, aber es gibt so viele Champions da draußen, die die Kämpfe in ihrem eigenen Leben gewonnen haben. Und über diese Kämpfe möchte ich sprechen. Natürlich wird dann Sport vielleicht doch irgendwie eine Rolle spielen, aber nicht bei allen Gästen. Mein allererster Gast ist ein ganz, ganz besonderer Mensch für mich. Er hat letzte Woche was gesagt, was ich eigentlich irgendwie ja, als Frau nicht so toll fand. Und zwar hat er gesagt, die boxt ja schon 30 Jahre. Und er hat total recht gehabt damit. Vor 29 Jahren bin ich damals als kleiner Stinker ins Boxgym gegangen. Und ich weiß noch ganz genau, wie Tommy reagiert hat. Er war nicht so erfreut. Und zwar habe ich 22 Jahre aktiv bei Tommy trainiert. Er war mein Boxtrainer und Mentor und einfach eine wichtige Person in meinem Leben. Und ihn möchte ich heute vorstellen, möchte über ein paar Themen mit ihm sprechen und sag herzlich willkommen, lieber Tommy. Schön, jawohl, dass du da bist. Dankeschön. Tommy, ich kenne dich, aber ganz viele Leute da draußen nicht. Vielleicht erzählst du uns einfach so ein bisschen, wer du bist. Wer ist denn dieser Tommy, der hier neben mir sitzt? Erzähl mal ein bisschen was aus deinem Leben. Ja gut, also ich fange glaube ich mal mit dem Alter an. Ja gut, ich bin 56 Jahre alt, komme aus dem militärischen Bereich. Das war 12 Jahre beim Militär. Habe mein Leben lang schon immer Sport gemacht, also mit 6 Jahren auch schon Boxen, Kickboxen, Kung Fu angefangen, was man halt so als Jugendlicher macht. Immer mal das im Kampfsportbereich. Und habe dann Ende meiner Dienstzeit einen schweren Tauchunfall gehabt, ein kompletter Querschnitt. Bedeutet, einfach 3 Jahre lang mehr oder weniger im Rollstuhl verbracht oder im Bett und mich dann wieder hochgekämpft. Und habe dann mich vom Militär Abschied genommen oder wurde verabschiedet, mehr oder weniger. Und habe mich dann auch speziell selbstständig gemacht und ja, eine Kampfsportschule gegründet und die bis heute sozusagen betreibe. Habe ja auch schon während meiner Militärzeit Unterricht gegeben, wie du ja weißt, nebenher, nur dann, wie gesagt, nach dem Militär hauptberuflich. Und das ist so mein Steckenpferd, wo ich sage, ja, mach Athleten fit, aber auch Leute, die Spaß am Sport haben. Ist es deine Passion? Ja, ist schon. Ja. Also doch, da kann ich mich schon richtig ausleben, kann was bewirken. Es macht mir Spaß, ist ja auch für mich ein ständiges Dazulernen als Trainer. Man sagt immer so schön, das Hobby zum Beruf macht, genau, das ist die Nummer. Man kann was verändern bei Personen. Und ja, es macht einfach richtig, richtig geil Spaß, muss ich sagen. Ja, ich finde es total beeindruckend, weil als Sportlerin war das ja absolut meine Passion. So. Mhm. Ich habe nicht darüber nachgedacht, boah, das kotzt mich jetzt an und das strengt mich an und so. Diese Gedanken waren minimal da. Mhm. Aber als ich dann selber mal versucht habe, Trainerin zu sein, das ging nicht. Nach 2 Jahren, ich hatte einfach keinen Bock mehr drauf. Mhm. Das hast du dann auch gemerkt. Also das hast du auch gemerkt an dem Training, was ich gegeben habe. Das hast du gemerkt an mir selber, an meinem Energielevel. Das hat mich so viel Energie gekostet, anstatt dass es mir Energie gegeben hat. Und da wurde mir einmal mehr bewusst, wenn das nicht deine Passion ist, ja, kannst du es erstens nicht über so einen langen Zeitraum machen. Ja. Und zweitens auch nicht so erfolgreich. Also du hast ja mit Abstand hier im Süden die erfolgreichste und beste Sportschule, sage ich jetzt hier, auch wenn du vielleicht dann sagst, wir denken uns oft kleiner als wir sind, aber safe, mit Abstand, die beste Schule vom Training her, von der ganzen Atmosphäre, vom Klientel, von der Location auch, du bietest alles, was man einfach braucht, um Profisport zu machen, aber auch diese ganzen, ich meine, der größte Teil sind ja Breitensportler, Kampfsport ausüben, sage ich mal, und das so lange auf dem Niveau machen zu können, da gehört einfach ganz viel Passion dazu. Ja. Weil wie viele Menschen kennst du, die halt 3-mal auf den Sandsack geklopft haben, 2 Kämpfe gemacht haben, gesagt, ich mache jetzt eine eigene Sportschule. Mhm. Ja, das ging halt bei den meisten nicht lange und auch nicht gut. Ja. Und deshalb finde ich, bist du auf jeden Fall ein Paradebeispiel dafür, dass du sagst, hey, wenn du für etwas brennst, dann kannst du das auch beruflich machen. Weil davor haben ja viele Menschen Angst. So, ja, es ist zwar mein Hobby, aber damit Geld verdienen, kann ich das?
weiß ich nicht. Da zweifeln ja viele Menschen an sich. Ja, man muss natürlich den Beruf auch leben, wie es in jedem Beruf ist. Das ist ganz klar, ein Arzt, der jeden Tag Chirurg arbeitet oder der auf dem Bau arbeitet, der hat ja auch irgendwo, wo er sagt, ja klar, es wird seine Passion sein, aber er muss hinter dem Beruf einfach auch stehen, weil sonst macht er irgendwann mal was anderes. Und bei mir ist halt so, es gibt natürlich auch Tage, wo ich sage, jetzt wieder dem Kind beibringen, wie man linke, rechte schlagt. Aber es gibt so viele tolle Momente und natürlich auch, was für mich als Trainer wichtig ist, dass man sich selber immer wieder weiterbildet. Also ich erlebe es immer so viel, ich gebe ja auch Trainer-Weiterbildungen oder auch Fortbildungen und komme da in die Sportschule und sage, ja, bei dem hat sich die letzten 10 Jahre nichts verändert. Der macht immer noch Seilspringen, dann Skippislaufen, dann Kniebeuge, dann linke, rechte, Schattenboxen, Schlagwand, Pratzenarbeit, fertig. Kennst du ja auch zu Genüge. Und bei mir ist es halt so, ich finde es geil, wie sich das alles so verändert hat, auch durch die ganzen Scanner, YouTube, wir haben uns ja vorhin unterhalten, Instagram und so weiter. Man kann jetzt gucken, wie trainieren die in Kuba, wie trainieren die in Amerika, wie trainieren die Mexikaner. Ich ziehe mir Sachen raus, bin oft auch bei mir im Gym, probiere das aus, hol wieder alte Dinge raus, weil irgendwo wiederholt sich's ja wieder. Und das ist das, was Spaß macht, auch immer wieder experimentieren, auch mal wieder neue Farbe reinkriegen, ja, auch mal sagen, okay, die Generation hat sich, haben wir uns ja auch schon daheim, hat sich brutal verändert. Wenn ich dran denke, ich früher als kleiner Scheißer in der Turnhalle 2 Monate auf und ab gelaufen, linke gerade, ja, schreitend, gleitend, da bin ich zum Trainer gegangen und gesagt, du Egon, kann ich auch mal die rechte? Dann habe ich eine Ohrfeige gekriegt, dann hat es mich 2-mal dreht, sagt, ja, schnell kommen Sie jetzt auch schon mal einen Monat laufen. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, mal dahingestellt. Ja, aber so war früher das Training. Ja. Und, und der Egon, der hat immer recht gehabt, weil man hat ja auch keinen Vergleich gehabt. Ja. Heute gucken die Leute rein und sagen, was bietet das, der Boxverein, was macht der? Ja. Bei mir ist halt auch das Credo, muss man sagen, Spaß am Sport, das nehme ich mir als Trainer aber auch raus. Das heißt also, ich trainiere nur Athleten mit, oder Leute, mit denen ich auch klarkomme. Es kam ganz, ganz selten vor, dass ich sage, du, ich glaube, du passt hier nicht so rein. Aber das ist halt, da bin ich abends 8 Stunden und da will ich mich wohlfühlen und die Leute auch. Und deswegen ist es wichtig, dass wir alle Spaß und Party haben. Klar, meine Wettkämpfe, weißt du ja selber, kannst du ja am besten nachvollziehen. Da habe ich eine gewisse Strenge, aber wir können auch dann danach uns wieder in die Arme und sagen, so, war ein geiles Training oder müssen wir nacharbeiten? Ja, absolut. Und vor allem, wir ziehen ja auch die Menschen an, die zu uns passen. Und ich war 22 Jahre in dem Gym. Es waren einfach immer angenehme Leute, weil auch du als Trainer natürlich das auch ausstrahlst und dann auch wirklich denen zeigst, so indirekt, nonverbal, so du passt hier rein oder du passt hier nicht rein. Also ich glaube, weil du sagst, so du musstest noch nie wirklich das zu jemandem sagen. Ich glaube, die nicht reingepasst haben, die sind erst gar nicht gekommen, weil sie einfach gemerkt haben, okay, ich sollte lieber woanders hin. Und ich finde das extrem wichtig, was du sagst, dieses auch als Trainer eine Vorbildfunktion zu haben, zu zeigen, hey, ich habe das gesunde Selbstbewusstsein, zu sagen, ich kann nicht alles. Ich muss mir selber nonstop Dinge aneignen. Und daran scheitern ja die meisten Coaches. Also wie du sagst, ich kann mich erinnern, ich bin über Jahre hinweg immer zu gewissen Lehrgängen gegangen und habe Coaches gesehen, die einfach 4-5 Jahre später ein und dasselbe Training wieder gemacht haben. Mhm. Null Entwicklung und immer dieses, ja, nö, so funktioniert es, ich weiß, wie es geht. Und das hast du mir auch von Anfang an beigebracht, dass das eben nicht so ist. Ich weiß noch, in den letzten Jahren, wo ich aktiv um die WM gekämpft habe, wir haben uns einen Athletikcoach geholt. Mhm. Ich habe Stretching-Einheiten gemacht. Also wirklich auch geguckt, dass es geht nicht nur ums Boxen alleine. Korrekt, es geht auch ums Mentale. Ja. Es geht auch darum, diese gewisse Fitness da zu haben. Mhm. Dieses Thema Gewicht machen. Mhm. Das war ja, wie viele Kampfsportler quälen sich, indem sie 15, 20 Kilo abkochen. Und ich weiß noch, ich kann mich erinnern, das ist auch das einzige Mal passiert, dass ich glaube, mein vorletzter oder mein letzter Kampf war das, da hatten wir so ein gutes Athletiktraining, dass ich einfach eine Woche vor dem Kampf mein Wettkampfgewicht schon hatte. Ja, ja. Ohne zu hungern, ohne hier abzukochen, mit Schwitzanzug in die Sauna, haben wir alle schon hinter uns. Ja. Und da habe ich einfach gemerkt, so, wenn du dich weiterentwickelst mit dem Sport, dann tust du ja auch deinem Körper was Gutes damit. Und
wie viele Bewegungen von früher, Klappmesser zum Beispiel, in den 90er Jahren, ich habe ja 94 angefangen, hey, wir haben gefühlt 100 Klappmesser gemacht. So. Ja, und ja, dann ja. kam irgendwann ein Arzt und sagte, ah, für den Rücken ist das vielleicht nicht so. Und hin, aber andere Kampfsportschulen machen es wahrscheinlich immer noch. Ja, und ja, das finde ich einfach sehr, sehr wichtig, grundsätzlich, ob jetzt im Sport oder egal in welchem Bereich, man ist gerade in dem Informationszeitalter, wo wir sind. Du kannst alles, du kannst dir Bücher holen für 9 Euro über alles. Du kannst bei YouTube dir stundenlang Sachen aneignen. Und ich finde es schade, wenn Menschen das einfach nicht nutzen. Ja, ich kriege das immer viel bei Trainerkollegen mit, die einfach sagen, also die Weisheit mir die Löffel gefressen haben und so habe ich das gelernt und so muss ich das machen, wo ich sage, das weißt du selber, Roland, so wie ich jetzt, ich war ja auch in der Wettkampfschiene früher, so wie wir früher gekämpft haben, wird heute nicht mehr gekämpft. Es wird heute, ich erinnere mich noch dran, in einem Kampf habe ich die Auslage gewechselt. Mein Trainer hat schieren zusammen Schnappatmung bekommen und in der Ecke mich zusammengeschissen, ob ich jetzt Mohammed Ali bin, ob ich bescheuert bin. Ja, ich dachte, super, jetzt boxen wir in einer anderen Auslage. Das gibt's nicht, das können wir nicht. Ja, meine Athleten trainieren beide Auslagen. Also, ob die das dann nach einem Kampf anwenden oder nicht, aber allein von der Motorik her ist es sensationell, dass sie einfach sowohl links als auch rechts boxen, weil sie ja selber sind, variabel und so weiter. Und ich habe halt auch eins gelernt, Stillstand ist Rückschritt. Und du musst heute, also das Niveau ist so dermaßen gestiegen im Kampfsport auch, wo ich sage, das war früher... Der früher auf der deutschen Meister geboxt hat, das boxen die auf der schwäbischen schon mit dem Niveau, ja, wo die Leute sagen, wow, der Wechselauslage, der schlägt Hände, Kombinationen, hat einen Verteidigungsrhythmus drin, wo ich sage, wow, ein Auge. Ja, und da muss man einfach mit der Zeit gehen und man muss sich auch selber, ich bin nicht der Allwissende, ich mache es zwar schon sehr lange, aber auch ich muss immer gucken und sagen, Mensch, das ist eine geile Nummer, muss ich mal was dran ändern. Und natürlich durch das, dass wir auch viel auf Turniere fahren oder auch zu deiner Zeit, ist es so, sehe ich sehr viele, warum macht der Athlet das, warum ist der so erfolgreich? Und dann mache ich mir Gedanken, unterhalte mich mit den Trainern und sage, Digga, machen wir mal einen Sparingstreff, lass mal gucken, was macht ihr? Oder umgekehrt, die können zu mir kommen. Ja, es gibt auch Leute, die lernen auch von mir, ja, aber dieser Austausch, der da stattfindet, nicht nur auf den Plattformen, sondern auch kommunikativ, der früher gar nicht da war, der ist so enorm wichtig. Und vor allem, schau dir mal andere Sachen an, bilde dich mal weiter, guck mal, so, nur das bringt dich im Leben, nicht nur im Sport, sondern allgemein weiter. Nur dann und nicht immer, ich weiß alles, es ist okay und nein, funktioniert nicht mehr. Absolut, ich meine, ich merke es ja jetzt extrem in den letzten 3 Jahren, wo ich mich jetzt weniger mit Sport befasst habe, was du bestimmt schon gemerkt hast, sondern einfach den Fokus auf andere Bereiche in meinem Leben hatte, wie zum Beispiel unsere Finanzen, so ein absolutes Desaster, so einen 6-stelligen Schuldenbetrag, eine Insolvenz, alles richtige Katastrophe, wo ich aber nie hingeguckt habe, so dieses... Ja, so nach dem Motto, ich kann es halt nicht oder ist halt so und. Aber sich einfach mal über einen kurzen Zeitraum, und 3 Jahre sind ja jetzt nicht lang, aber sich einfach intensiv mit einer Sache befassen und sich da weiterbilden, ausprobieren, scheitern, funktioniert nicht. Ja. Und um dann seinen Weg zu finden, wo ich mir dann denke, hey, ich bin Gott froh, dass ich das gemacht hätte. Ja. Weil hätte ich einfach vor 3 Jahren so weitergemacht, dann hätte ich jetzt ein Leben, was mir... definitiv nicht gefallen würde, wo ich nicht glücklich wäre, wo ich nicht das ausleben kann, was mir Spaß macht, wo ich meinen Kindern sowas nicht bieten kann, was ich heute bieten kann. Und deshalb ist es grundsätzlich, denke ich, wichtig, einfach so ständig in Bewegung zu sein. So, ich meine, warum müssen wir unseren Körper oder warum empfiehlt man, den Körper in Bewegung zu halten? Jetzt Leistungssport ist was anderes nochmal, da machst du ihn ja eher kaputt, aber so einfach Breitensport ist wichtig, so als Prävention. Und so ist es auch mit, weißt du, viele Menschen reden immer von Krisenbewältigung und die denken dann, wenn sie in einer Krise stecken, okay, jetzt lese ich mir ein Mindset-Buch und jetzt fange ich an meiner mentalen Stärke zu arbeiten. Absoluter Bullshit. Ja. Man hat gar nicht die Kraft dafür. Ja. Aber wenn man präventiv arbeitet, wenn man sich vorbereitet, sich mit sich, mit seinem Leben auseinanderzusetzen und, dann kann man so eine Krise einfach besser bewältigen. Und da nehme ich mich persönlich oder meine eigene Krise und ich habe das schon so oft gesagt. Erstens körperlich. Wäre ich damals, als das Attentat passiert ist, nicht in so einer körperlichen Verfassung gewesen, ich war ja topfit, das war ja 10 Minuten vor dem WM-Kampf, hätte ich diese Reha und dieser Weg zurück auf,
auf die eigenen Beine wieder zu stehen, hätte ich in der kurzen Zeit nicht geschafft. Nee. Ich hätte viel, viel länger gebraucht, wenn ich es überhaupt geschafft habe. Dann das Zweite, das Mentale. Dieses, das so wegzustecken und weiterzumachen, das habe ich alles durch meinen Sport gelernt. So, wie oft hast du diese Situation, gerade im Kampfsport, dieses, du denkst, boah, es geht einfach nicht mehr, du kannst nicht mehr und du gehst trotzdem weiter und du gehst einen Schritt raus aus der, oder du überspringst diese Grenzen nonstop und lernst es. Und das im Endeffekt, diese ganzen Jahre, wo ich gedacht habe, ich habe das gemacht, um Weltmeisterin zu werden, so, die haben mich eigentlich auf einen ganz anderen Kampf vorbereitet, den keiner von uns natürlich wusste. Ja. Aber das hat mir einfach gezeigt, wie wichtig Prävention und ständige Arbeiten an sich ist. Und ich spüre das jetzt aktuell selber. Ich sollte viel, viel mehr Sport machen, gerade wegen meinen Verletzungen, Arthrose, künstliches Kniegelenk. Klar, ich bin extrem gehandicapt, wenn das Wetter mal umschwingt und. Aber ich weiß, dass ich, wenn ich jetzt nichts mache, wenn ich jetzt durch diesen kleinen Schmerz nicht gehe, wie es dann im Alter sein wird, weil die Schmerzen dann, die kann ich, dann brauche ich auch nicht mehr mit Gymnastik anfangen. So ist richtig, ja. Das ist einfach bei so. Also gerade wenn man es schon gesagt hat, wir reden mit dran, wenn wir schon mal dabei sind, Rolla, ich glaube, das war die gefühlte 14. Vorbereitung, die wir gemacht haben. Und wir haben damals, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, haben wir immer so Steigungsläufe gemacht auf dem Laufband. Und irgendwann mal war halt nicht dein Tag. Und irgendwann mal hast du dich am Laufband übergeben. Und dann sag ich, oh, Roller, puh, oh. Gut, also für heute hat es erledigt, dass der Eimer putzen, machen. Ich bin in mein Büro gegangen und sag, das Training stellen wir heute ein. Wir haben immer zwei Trainingseinheiten gehabt, morgens und nachmittags. Sehr gut, umziehen, das war's für heute. Ich mache dann so in meinem Büro, gucke meine E-Mails an und auf einmal höre ich wieder unser quietschendes Laufband. Dann denke ich, ach du Scheiße, was lässt du denn das Laufband laufen? Dann denke ich, ach, wie sauber machen, laufen, wie guckt da raus und die Roller läuft weiter und ich sage, okay, Roller, was tust du da? Warum laufst du? Ja, Training, ich muss meine Trainingseinheit fertig machen. Ob das jetzt gesund war oder nicht, aber das ist genau das, was ich sage. Das ist so die Einstellung, warum einer Weltmeister wird oder was erreicht im Leben und der andere nicht. Das ist halt einfach die gewisse Härte sich gegenüber selber. Und das Beispiel nenne ich heute immer noch, also auch viel meinen Athleten, wo ich sagen muss, die musst du wirklich hinprügeln zum Training. Und früher war das eine Selbstverständlichkeit. Da musstest du nicht diskutieren. Ich habe eine Trainingseinheit. Klar haben wir auch Tage gehabt, wo du sagst, Trainer, ich habe meine Tage, fühle mich nicht so gut. Dann sage ich, gut, Roller, dann machen wir statt 12 Runden Sparring nur 10 Runden, dafür aber danach so gnädig mal zu mir. Das holen wir dann nachmittags mit 20 Kilometer Leistungsmarsch wieder rein, nicht Spaß. Aber das ist einfach eine andere Generation. Und wie du gesagt hast, die Härte, also die Leistungsbereitschaft und die Härte, die man sich gegenüber macht, ist im Sport, die kann man auch dann, wie gesagt, auch bei Schicksalsschlägen oder auch wenn es mal einem Geschäft nicht gut, wie auch immer, einfach mal sagen, okay, gut, ich habe jetzt einen Tiefschlag bekommen, aber jetzt kurz verdauen und jetzt mal mir Gedanken, wie geht's weiter? Und nicht diese typische Vogelstrauß-Taktik, wie es viel bei mir im Training ist. Machen wir Beispiel junge Leute, ich habe ab 6 Jahre Kinderkickboxen, dann machen die auch mal eine Gürtelprüfung. Ich sage mal, früher war es so, von 10 Kindern, die Gürtelprüfung gemacht haben, haben 9 bestanden. Jetzt ist es heute so, ich habe ja teilweise Kinder, die können nicht mal einen Ball fangen oder eine Rolle vorwärts oder rückwärts. Woran es auch jetzt immer liegt, ist okay. Und dann habe ich halt jetzt, sage ich mal, von 10 Kindern, wo vielleicht 2, 3 durchfallen. Ich bin ja auch als Prüfer auch gnädig oder die Prüfer, wo da sind, aber es ist halt so. Da kommen die Mütter wirklich zu mir und diskutieren, ja, Tommy, weißt du, wenn der jetzt nicht den Gürtel kriegt, dann verliert er den Spaß am Sport und dann muss ich ihn leider abmelden. Dann sage ich, ja, wenn das so deine Lebensphilosophie ist, dass wenn dein Sohn was nicht schafft, ich meine, er kann in 14 Tagen eine Nachprüfung machen, aber er muss halt die Leistung dafür abrufen, geschenkt kriegt er nichts im Leben und willkommen in meiner Welt. Also diese Einstellung der Eltern, ja, ja, aber mein Kind und ja, aber der war doch genauso gut, wie er das sage. Jetzt meine Frage, hast du irgendwie Kampf schon gemacht? Wie willst du das beurteilen? Schwierig, ja. Also und genau das ist die Einstellung, die viele im Leben haben. Es wird schwierig, oh, pff, ja, dann muss ich was anderes machen. Oder oh, jetzt bin ich auf den Bauch gefallen, ja, hoffentlich hebt mich jetzt irgendjemand auf. Nein, verfickt nochmal, Entschuldigung, das funktioniert nicht. Und ich bin ja auch so, du kennst ja, ich bin ein relativ harter Knochen im Training. Also ich rede jetzt mal, was Wettkämpfe angeht, weil ich bin selber im Ring stehen, ich weiß, wie es ist. Und wenn einer zu mir herkommt, sagt, ja, da habe ich Aua und so weiter. Ich meine, du kennst ja meine Geschichte auch. Ich habe einen schweren Tauchunfall gehabt, war 3 Jahre inkomplett Querschnitt.
gelähmt, habe dann auch im Krankenhaus die Löcher in der Decke gezählt aus Langeweile. Und klar war ich mal drei Wochen richtig down, weil ich war immer auf der Sonnenseite, da war ich ein erfolgreicher Athlet, beim Militär lief alles gut. Ja, war einfach alles toll. Und dann bist du von 100 auf 0 ausgebremst. Dann liegst du da im Bett. In einem Moment. Und dann liegst du im Bett, dann kriegst du noch einen Orden vom Militär und 10 Minuten später kriegst du deine Entlassungsurkunde. So war es bei mir. So. Und dann stehst du dran und sagst, eigentlich war Militär mein Leben, Sport und Militär, und jetzt bist du da raus. So. Und dann habe ich halt so 2 Wochen schon mal gebraucht, wo ich da, mir ging es beschissen, bin auch, habe mich zurückgezogen, gab auch Nächte, da war ich einfach mental ganz unten. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, gut, das war's jetzt, jetzt hast du genug bemitleidet, wie geht's weiter? Und dann habe ich einen sehr guten Freund, einen guten Arzt, der gesagt hat, Tommy, pass auf, du hast einen inkompletten Querschnitt. Im Leben ist es so, du hast, um es banal darzustellen, 100% Nerven. Von den 100% Nerven nimmst du normalerweise 60% Nerven, benutzt du. Die anderen 40 liegen brach. Von diesen 60 ist 50% kaputt bei dir. Ja, die sind nicht durchblutet worden, die sind einfach abgestorben. So, und jetzt ist deine Aufgabe, entweder jammern zu bleiben und weiterhin in die Windel scheißen, oder du tust die restlichen 40, die du nicht benutzt hast, aktivieren. So, und dann habe ich halt angefangen zu trainieren. Das heißt, ich bin dann nachts mit meinem Rollstuhl runter, BWK, wer das kennt, Klimmzüge gemacht, habe dann meine Übungen gemacht, habe dann tagsüber meine Trainingseinheiten gemacht, habe dann irgendwann mal einen Schlüssel bekommen für den Trainingsraum, weil die gesagt haben, den halten wir eh nicht, und habe angefangen zu trainieren und habe mir dann vorgestellt, der weiteste Punkt in meinem Körper ist der 10 und ich muss jetzt nur mental versuchen, über die Leitungen den zu bewegen. Lange Rede, kurzer Sinn, eines Tages hat sich der 10 leicht bewegt und so habe ich meine Gliedmaßen wieder nacheinander, Wade und so weiter aktiviert und dann nach 3 Jahren konnte ich einigermaßen dann wieder mit Krücken sozusagen das Krankenhaus oder also mich fortbewegen. So. Und im Grunde genommen ging es darum, wie du gesagt hast, ich habe im Sport immer gelernt, ich bin auch schon schwer K.O. gegangen, es hat alles nicht so manchmal geklappt. Gerade wenn du, weißt du besser, wenn du oben mal bist, dann musst, wenn du Jäger bist, ist kein Problem. Aber wenn du der Gejagte bist, dann musst du die Leistung abrufen. Jeden Und es kommt jeden Tag. Und dieses Kämpfen, das hat mich, muss ich sagen, auch vom Militär, die Ausbildung, die ich dort genossen habe, aber auch überwiegend vom Sport, dieser Mindset, diese Einstellung, die ich habe, die hat mich aus meinem Querschnitt rausgehen. Die hat mich da gesagt, jawohl, du kannst es gibt nichts, was du nicht schaffst, du musst nur dran glauben und du musst dran arbeiten. Und nicht dieses Rumgejammer, ja, kann man schon mal haben, verstehe ich auch. Aber irgendwann muss ich sagen, ändere was oder halt einfach die Fresse. Und so ist es, du kennst mich ja, ich bin aus und sag, du, pass auf, jawohl, wir haben drüber geredet, du bist übergewichtig, es funktioniert nicht, jetzt mach deine Diät, jetzt trainier oder geh mir nicht auf den Sack und verpiss dich. Egal was, ich helfe dir, aber wenn du dir nicht helfen lässt und nur am Jammern bist, bin ich der Falsche. Ja? Und wenn sie sagen, ja, aber du kannst es gar nicht sagen, doch, glaub mir, ich kann es nachfühlen. Ja? Mach's oder lass es. Und das ist so die Einstellung. Und da kann ich das nur unterstreichen, was du aussagst. In einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist. Ich bin heute nur 70% schwerbehindert, habe auch nur meine Defizite, aber ich habe es Optimalste rausgeholt. Ich habe mich damit arrangiert mit meinem Leben. Ich werde keinen Einstein-Marathon mehr laufen. Ja, es sei denn, nach deiner Knie-OP hätten wir ein Rennen laufen können, wir beide. Muss ich aber auch nicht mehr. Ich gehe auch nicht mehr Fallschirmspringen. Ich kann auch nicht mehr tauchen. Ich kann gewisse Sachen nicht mehr machen. Aber ich bin mit dem zufrieden und versuche, das zu optimieren. Und versuche, dieses positive Denken meinen Sportlern, aber auch den, nicht nur den Wettkämpfern, sondern auch den normalen Leuten. Das ist ja das, was ich so geil finde an meinem Beruf. Dann kommen Leute und sagen, ich bin kurz vor dem Burnout, hier und da. Und dann sage ich, Digga, pass auf, du musst am Samstag, du musst rauslassen. Wenn du mitziehst, das kriegen wir hin. Und dann funktioniert das auch. Und das Schönste, was ich immer kriege, ist dann, ich habe unlängst einen Stefan, der trainiert bei mir, der ist Architekt und er sagt, oh, Tommy, ich hätte schon viel früher anfangen können. Ich war beim Psychologe, ich habe alles schon hinter mir. Seit ich hier Boxen tue, ist das für mich, ich habe Endorphinausschüttung, ich fühle mich anders, mein Selbstwertgefühl ist da, mein Körper ist wieder stabil, ich habe keine Rückenschmerzen und ich fühle mich mental so stark, dass ich auch wieder in Geschäftsverhandlungen reingehen kann und auch eine gewisse Stärke an den Tag legen kann, weil ich einfach sage, jawohl, ja, kriegen wir hin. Ja. Ich habe vom Tommy schön aufs Maul bekommen, dann ist das hier eine Lachnummer. Also übertrieben gesagt. Und das sind so Komplimente, wo ich sage, wie geil ist das denn? Nicht, weil es ich jetzt bin, aber ich rede auch von anderen Trainern, die das mental gut rüberbringen. Sport ist einmal einfach sehr, sehr wichtig. Ob es jetzt Kegeln, Fußball, egal was ist. Absolut. Also ich finde, du hast es extrem auf den Punkt gebracht. Du hast es zwar nicht ausgesprochen, aber das mache ich jetzt. Ich finde auch, die Gesellschaft ist
das sind zu viele Softies mittlerweile. Mhm. So alle wollen den leichten Weg, den angenehmen Weg. Ich finde das ja auch sehr, sehr gut grundsätzlich, dass man mehr Bewusstsein dafür hat, sich auch mal rauszunehmen. Nicht immer diese schneller, härter, weiter und, sondern sich auch so eine Balance zu finden. Ja. Aber man braucht auch dieses Bewusstsein dafür. Es geht jetzt nur an die, die wirklich gewisse Ziele haben. Da brauchst du dieses Bewusstsein, dass du da durch einen Schmerz durch musst, dass du da deine Grenzen sprengen musst, dass du da, das geht nicht in Leichtigkeit. Keiner ist in Leichtigkeit irgendein Champion geworden. Nee. Keiner hat in Leichtigkeit sein Business aufgezogen. Keiner hat in Leichtigkeit den Krebs besiegt oder sonst was. Das heißt, diese Menschen, die wirklich etwas erreicht haben, die haben alle Biss gehabt. Die haben, und das steht bei Tommy im Studio ganz groß an der Wand. Oh Gott, ich nicht, dass ich mir das mal tätowieren lasse oder so. Lerne zu leiden, ohne zu klagen. Und ganz einfach, ich sag mittlerweile so, heul leise. So nach dem Motto, du kannst heulen, du kannst verzweifeln, aber mach das für dich selber, weil das bringt dich nicht weiter, in diese Opferrolle immer zu springen. Und das hat mich extremst geprägt, diese Einstellung, die ich von dir einfach mitbekommen habe, durch ganz viele unterschiedliche Lebensbereiche und Lebenskrisen, die ich hatte. Und kann euch einfach nur ans Herz legen, findet die Balance im Leben von, ja, es macht Spaß und es ist angenehm und bla bla bla, man muss ja nicht immer kämpfen. Aber du musst in der Lage sein zu kämpfen, wenn du kämpfen musst. Und da gehört einfach harte Arbeit davor. Da gehört Prävention. So, wenn du zu weich zu dir selber bist, dann wirst du untergehen, weil das Leben ist alles nur nicht weich zu dir. Das ist härter als alles andere. Und wenn du gut gewappnet bist, dann kannst du in Leichtigkeit und so leben. Und deshalb finde ich das so, so wichtig, diese Message, dass wir sagen, hey, wenn du was erreichen willst, dann zieh die Bandagen an. Kann ich nur unterstreichen. Also ich sage immer so, ich sage immer, ihr könnt ein gutes, geiles Leben haben, aber wenn ihr was erreichen wollt, müsst ihr aus eurer Komfortzone rausgehen. Ihr könnt nicht immer mit dem gleichen Level am Samstag arbeiten und sagen, ah, jetzt passt schon. Ja, da werdet ihr immer nur eure 50% bringen. Ihr müsst dann mal Spitzen setzen, mal durch. Mal, ich sage es jetzt mal, wie es bei uns beim Training war. Da hast du dich Ski übergeben, hast runtergeschluckt und hast weitergemacht. Ja? Oder in deinem Fall dich erbrochen und dann machst du eben deine, ist natürlich eine Extremsituation. Aber im Grunde geht es schon auch darum, dass ich sage, okay, gut, ja, keine Ahnung, ich muss mich jetzt morgen auf einen Geschäftstermin vorbereiten. Ja, es wird schon irgendwie klappen. Nee, dann geht es noch mal durch, schau dir noch mal, ja. Und dann, ja, es ist 9, es ist 22 Uhr, ja, ich gehe 21, nein. Dann mach's bis 23 Uhr und dann funktioniert es auch, ja. Sei dir gegenüber auch mal hart und belohne ich danach wieder, ja. Aber über die Grenzen gehen und bei mir auch, wie die sagen, boah, Tommy, super, du hast eine tolle Sportschule, du hast nebenher noch ein Geschäft mit Alarmanlagen und ja, da hast du, aber weißt du, kennst ja auch die richtigen Leute. Nein, das habe ich mir alles hart erarbeitet, ja. Ich habe mir auch die Freundschaften erarbeitet. Ich habe mir, wie Absolut. Du ja auch, das Netzwerk erarbeitet. Nicht, weil ich es wollte, sondern weil ich meine Linie gegangen bin und die Leute, wo Bock auf mich haben, sind mit mir gegangen und das passt. Aber ich habe alles erarbeiten müssen. Jeden Tag in meiner Sportschule habe ich reingeschaut und ich habe auch schon Momente gehabt, wo ich zum Kaufland rüber und habe mir eine 5-Minuten-Terrine geholt, weil ich nicht mehr Geld im Geldbeutel hatte. Ja, ich bin auch schon schwarz mit dem Bus gefahren, weil ich kein Geld fürs Ticket hatte. Das sehen ja, die das Leute. Sehen die Leute nicht. Ich habe auch gesagt, ja, mein Auto ist gerade kaputt, ja, weil ich mir den Sprit und die Versicherung nicht habe leisten können. Genau die Nummer. Aber ja, ist in Ordnung, so ist Leben, ja. Aber es gibt, die Tür geht zu, die andere geht auf, aber kämpf, mach weiter. Ich kann jedem sagen, oh, mir geht's so schlecht. Ja, gut, die sagen, ja, ist halt so. Aber du musst dir selber helfen. Und wie gesagt, es geht weiter, aber ohne Kampf, ja, funktioniert es halt nicht. Ja. Ist so. Yes, absolut. Und weißt du, alle sagen immer, ich will was werden, ich will was werden, ich will was werden, aber keiner will halt was sein. Und das ist halt so. Die sehen alle das Resultat, alle wollen sie Weltmeister werden, alle wollen sie Business Owner werden, was auch immer wir nehmen. Aber das Sein, ich muss jetzt was tun, um das irgendwann zu erreichen. Da sind einfach viele nicht bereit, diesen Preis zu zahlen. Und deshalb sind es auch nicht viele. Und deshalb schaffen es auch nur ein Bruchteil der Menschen, die sich auf den Weg machen. Ich glaube, Ola, was gerade jetzt beim Sport ist, ich kriege immer junge Athleten
Oh, manchmal ist es so, ich kann ja schon drüber lachen, aber ich kriege da manchmal so Jungs, die kommen rein mit dem Papa und dann sagen die, ja, ich will boxen, sage ich. Und dann frage ich mal, ja, Boxen, wie kommst du jetzt auf Boxen? Der eine sagt, er wird gemobbt, der andere sagt, er findet den Sport geil. Ja, und es gibt halt Leute, die sagen, ja, ich will Weltmeister werden. Und ich sage immer, ja, ist in Ordnung, aber steck dir doch im Leben erstmal kleine Ziele. Das bedeutet, deine Aufgabe ist jetzt erstmal, mein Training durchzuhalten. Ja, genau. So, und mir nicht die Halle voll zu kotzen. Das ist schon mal der erste Auftrag. Das zweite ist, wenn du dann mal 2-3 Monate trainiert hast, fangen wir mit Sparringseinheiten an. Ja, das heißt, wir arbeiten dann am Mann, also an der Person. Dann kriegst du auch Schläge, du wirst auch mal ein paar Treffer bekommen. Die lernst du zu verdauen, das ist der nächste Schritt. Und dann können wir mal drüber reden, dann mach mal Wettkämpfe, dann machst mal Aufbauturniere. Also sich kleine Ziele stecken im Leben und nicht immer sagen, ich will Weltmeister werden oder ich will jetzt einen Porsche fahren oder ich will jetzt eine riesen Immobilie haben, sondern sagen, nee, das Erste ist, ich will so, dass ich gut leben kann. Also sich kleine Ziele stecken, die abarbeiten und dann sagen, jetzt der Nächste. Weil ich denke, dass viele, viele Menschen durch diese Geschichten, Instagram und so weiter, sehen erfolgreiche Menschen, sagen, genau das will ich auch haben. Aber ich habe doch auch gleich angefangen. Ich habe mir damals im Fitnessstudio, habe ich mir Räumlichkeiten angemietet, ja. Der Hintergrund war der, ich habe dann Leute gesagt, ich unterrichte euch, aber eigentlich wollte ich die nur als meine Sparringspartner haben, weil ich ja, habe gedacht, die können kloppen, dann nehme ich Türsteher, die kommen rein und dann kann ich für mich, ja. Dann kam meine kleine Roller rein und sagt, was will meine Achtjährige, was will die hier? Ich will mich mit Jungs kloppen und nachdem du ja das erste Training, eigentlich wollte ich, habe ich so ein hartes Training gemacht, dass sie nie wiederkommt und heulend heimgeht. Und sie sagte, wow, war das geil, ich bin wieder da. Und ich, ach du Scheiße, wie komme ich jetzt aus der Nummer raus? Aber so habe ich auch angefangen, ja. Und dann habe ich mir irgendwann mal größere Räumlichkeiten genommen, aber auch erst mal rein investiert, ja. Die Sportschule, die ich heute habe, die sehr, sehr erfolgreich ist, ja. Wie viele Jahre hast du die aufgebaut? Wie viele Jahre habe ich die aufgebaut? 25 Jahre, 30 Jahre bin ich schon und ja. 25 Jahre selbstständig, also in der Sportschulbereich. Das ist eine lange Zeit. Und da, wo ich heute bin, habe ich viele Fehler gemacht. Und wenn ich dann vielleicht mal auf ein paar Leute gehört hätte, ja, die mir die Tipps gegeben haben, was ja heute ja im Social-Media-Bereich ja auch gute Leute sind, die dir Tipps geben, wäre ich vielleicht schneller erfolgreich gewesen. Aber was ich immer beachtet habe, war immer kleine Steps. Yes, absolut, Tommy. Zum Thema Ziele finde ich das sehr, sehr gut. Ich habe ganz oft Menschen, die zu mir dann kommen und sagen, boah, Rola, weil ich sage immer, ihr müsst groß träumen. Mhm. Die Menschen verstehen aber nicht, dass es auch weitergeht, dieser Satz. Die hören nur groß träumen. Ich habe das und das Ziel und so seit einem Jahr, so komme ich nicht vom Fleck. Da denke ich mir so, okay, die wollen Weltmeister werden, zum Beispiel, oder Weltmeisterin werden, machen sich aber keine Gedanken, dass bevor irgendwann am Horizont dieser Weltmeistertitel auf sie wartet, diese süddeutsche, baden-württembergische, süddeutsche, deutsche, dann Qualifikation verpasst, wieder zurück, dann nochmal versuchen, dann wieder zurück, verlieren, gewinnen, irgendwann kommt es. So diese Leiter, diese Stufen, die vergessen die nicht. Die vergessen die komplett. Ja, die sehen nur dieses große Ziel, klammern sich. Und da ist es ja ganz normal, wenn du dich nur an dieses große Ziel klammerst, dass du nicht weitermachst, weil du, egal was du machst, immer das Gefühl hast, du bist noch Kilometer weit davon entfernt. Ja. Und deshalb ist es immer wichtig, klar, ein großes Ziel zu haben, das einfach da ist, aber auf was man sich erstmal nicht fokussiert, sondern sich auf diesen Weg, der mich dahin führt, fokussiert. Und das sind diese kleinen Steps. Weil die kleinen Steps hast du in der Hand. Wann du Weltmeister, Weltmeisterin wirst, ob du. Und das liegt erst einmal gar nicht in deiner Hand, sondern das, was in deinem Einflussbereich ist, ist das, was du heute machst. Ja. Das, was du morgen machst. Und deshalb ist es extrem wichtig, so diese Step-by-Step-Geschichte zu machen. Das ist wie wenn du zum Fußball spielen gehst, da sagt ja der Trainer, also ich hoffe, vielleicht gibt es auch solche Trainer, der sagt ja auch nicht, da der Ball schießt jetzt mal aufs Tor, sondern Ballschule für den Ball, du läufst um irgendwelche Dinge rum. Also diese Basics, die musst du ja überall lernen. Ja, ja, ja. Und das wollen die Menschen halt nicht. Die wollen so diese Abkürzung. Ich will jetzt Weltmeister werden, ich war jetzt 3 Monate am Stück im Training, warum funktioniert es nicht, Tommy? Genau. Also bei mir ist es immer, ich kann es nur 1:1 unterstreichen und bei mir ist es auch immer legendär, die Leute kommen. Und du weißt ja, im Grunde genommen geht es ja darum, erst mal Grundschule zu lernen, erst mal schreitend, gleitend und so weiter. Und die Leute wollen immer eine Abkürzung haben. Ja, aber Trainer, wann kann ich Sparring machen? Eben, puh, okay.
Ich sage es immer dann so, ja, ist wie, du kommst und sagst, ja, das Kupplung Bremse beim Fahrschule, nee, du willst kleine Nachtfahrt, Autobahnfahrt machen. Genau. Das funktioniert nicht. Und ich erkläre es auch mal gerne so und sage, Leute, stellt euch vor, ihr baut ein Haus. Wenn ihr den Keller schludrig macht, ja, ein bisschen Sand rein, ein bisschen Beton, ja, dann könnt ihr ein, zwei, vielleicht drei Stockwerke draufbauen. Und dann bricht das Kartenhaus oder das Haus zusammen. Wenn ihr aber euer Fundament am Anfang, ja, sauber abarbeitet, das heißt, eure Grundschule passt, die Schritte passen und so weiter, und ihr baut darauf auf, dann könnt ihr 10, 15, 20 Stockwerke. Und wie du sagst, ihr müsst diese Steps einhalten. Es gibt keine Abkürzung in Boxen und es gibt auch keine Abkürzung im Leben. Vielleicht gibt es eine Abkürzung, dass du irgendwann mal 10 Millionen erben tust und sagst, okay, gut, dann kaufe ich mir die Yacht, die ich mir erarbeiten will, ist in Ordnung. Die Abkürzung mag wohl funktionieren, wird aber dann, wenn man schaut, wie viele Lotto-Millionäre heute Sozialhilfeempfänger sind, wird nicht. Aber wenn du dir das selber arbeiten willst und dann kleine Schritte und dann, was muss ich als Erster, was ist Step 1, was ist Step 2, 3 und nicht sagen, was ist Step 28, weil 29 ist ja Weltmeister. Ja. Das funktioniert nicht, es geht voll in die Hose. Und das ist auch, das zeichnet auch einen guten Wettkämpfer aus, wo du, wenn du meine Jungs siehst und sagst, boah, Tommy, boah, geil, der hat echt stark gutes Potenzial, ja, weil der halt auch 1,5 Jahre lang Grundschule gebüffelt und gemacht hat und jetzt auch in den Turnieren erfolgreich ist und jetzt auch 2 Auslagen boxen kann, weil er es halt trainiert hat. Ja, ja, absolut. Das ist halt der Unterschied. Ja. Yes, ihr Lieben, wir danken euch für eure Zeit. Die Message, die wir euch heute mitgeben wollen, ist grundlegend einfach, ihr müsst den Arsch hochbekommen. Es reicht nicht nur, große Ziele und Wünsche und Träume zu haben, sondern schlussendlich muss man in erster Linie tief und fest daran glauben, gerade in schwierigen Zeiten. Da ist Vertrauen in das Leben, in sich selber am gefragtesten. Nicht, wenn alles gut läuft, da denkt man gar nicht dran, sondern in Krisen einfach tief und fest daran glauben, dass alles möglich ist. Und der allerwichtigste Schritt, ihr müsst was dafür tun. Kein Champion ist auf die Welt gekommen und war Champion, sondern alle haben es sich hart erarbeitet. Heult leise, heulen gehört dazu, jammern gehört dazu, aber es bringt euch nicht weiter. Wenn ihr was erreichen wollt, dann müsst ihr die Bereitschaft mitbringen, über eure Grenzen hinauszugehen, egal in welchem Kontext, egal in welchem Lebensbereich. Und ja, wir zwei können ein Lied davon singen, aber wir singen lieber nicht, sondern erzählen das nur. Und yes, wir hoffen, das Video und ja, der Input hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt, was für eine Meinung ihr dazu habt vielleicht. Und lieber Tommy, ich glaube, wir könnten noch einige Podcasts zusammendrehen. Ein paar Themen gibt es bestimmt. Und dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht, ja. Einen wunderschönen Tag, meine Lieben. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.